Hallo zusammen, heute geht's um Fliegen und ihr seht schon, ich bin wieder an der Stelle mit dem Gras hier. Ja, und Fliegen fotografieren oder filmen, das wisst ihr, denke ich, alle, das ist nicht so einfach. Die sehen gut und reagieren schnell und sind meistens sehr flüchtig. Da kommt jetzt natürlich die frühe Jahreszeit entgegen. Es ist jetzt Anfang März und es ist noch nicht so warm und die sind noch nicht so agil. Und außerdem ist es bewölkt, das ist für solche Aufnahmen auch nicht schlecht. Und in den letzten 2 Tagen ist alles zusammengetroffen und ich konnte 3 Fliegenarten schön ablichten, ein paar tolle Aufnahmen von machen. Für mich 3 neue Arten in der Region. Ich kartiere ja auch ein bisschen die Tierwelt meiner Heimat, vor allem die Insektenwelt, da bin ich recht fit drin. Und die 3 konnte ich also wirklich auf die Art bestimmen. Das ist bei Fliegen nicht selbstverständlich. Manchmal geht es nur über Totfunde mit mikroskopischen Untersuchungen. Aber bei diesen 3 Arten ist es ganz gut gegangen und die stelle ich euch auch in diesem Video vor. Ja, für mich, ich freue mich natürlich immer, wenn ich neue Arten finde. Die Motive, die waren wieder sehr klein. Ich sag's euch dann zu den Arten dazu. Viel Spaß mit diesem Video. Während ich ein bisschen was drüber erzähle, laufen die ersten Aufnahmen schon im Hintergrund. Über Fliegen kann man ja denken, was man will, aber kaum ein Ökosystem funktioniert ohne sie. Sie sind ein ganz wichtiger Baustein in der Natur. Viele sind in der Astzersetzung tätig, sind Blütenbestäuber und vor allem auch Nahrung für ganz viele Tierarten. Darunter auch einige Insekten wie Libellen zum Beispiel, aber Amphibien, Reptilien, Fische, Vögel. Und als Motiv sind sie selten, weil offensichtlich schwierig zu fotografieren, aus den eingangs genannten Gründen. Und die Fliegenart, die ihr jetzt schon die ganze Zeit gesehen habt, das ist mein größter Fund von den 3 mit 5 mm Körpergröße. Einen deutschen Namen hat sie nicht und das ist Earomyia loncheoides, ein richtiger Zungenbrecher. Und innerhalb der Fliegen gehört sie in die Familie der Lanzenfliegen. Und über diese Art ist noch nicht arg viel bekannt. Also, da besteht noch Potenzial für die Forschung. Hier ist der nächste Kandidat und geht's noch etwas kleiner, natürlich. 4 mm Körpergröße und diese Fliege läuft unter dem deutschen Namen 3-Punkt-Grasfliege und da steckt auch schon drin, zu welcher Familie sie gehört. Sie gehört in die Familie der Grasfliegen. Das sind die Opomycidae. Der wissenschaftliche Name Geomyza tripunctata. Und bei dieser Fliege sieht, finde ich, besonders schön aus der Blick von oben, da man da diese dunklen Flügelflecken auch so schön erkennen kann. Und hier der dritte Kandidat, der misst gerade mal 3 mm. Diese Fliege gehört zu den Salzfliegen, den Ephidridae. Und das ist Psilopa nitidula. Einen deutschen Namen kenne ich nicht für sie. Und wer sich ernsthafter mit der Tierwelt beschäftigen will,
insbesondere Insekten, dem rate ich eher die wissenschaftlichen Namen zu benutzen. Bei den Deutschen, da gibt es teilweise für ein und dieselbe Art mehrere Namen und manche Namen werden auch doppelt verwendet und das wird einfach dann unpräzise. Und hier finde ich wunderschön der Hinterleib, der schillert in den unterschiedlichsten Farben. Hängt natürlich immer davon ab, wie das Licht gerade einfällt. Was die Arbeit hier in der kälteren Zeit noch erleichtert, man sieht es hier auch, die Bewegungen sind einfach noch viel langsamer. Also auch zum Filmen sehr gut geeignet diese Zeit. Und ich denke, man konnte jetzt bei den Aufnahmen auch gut sehen, die Größe eines Insekts ist letztlich egal, aber der Fokus, der sollte natürlich wie immer bei Tieren auf dem Auge liegen. Wenn sie direkt in die Linse sieht, dann möglichst auf beiden, ist oft nicht so ganz einfach, weil sie meistens nicht hundertprozentig waagerecht mit den Augen zur Linse sitzt. Und wenn sie seitlich ist, dann natürlich immer das Auge, das zu uns her sieht. Ja, das war's für heute wieder. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.